Mal. Ja, Freunde, und herzlich willkommen zurück zur 25. Folge mit Transportfieber. Wir haben in der letzten Folge die Fischfabrik gerettet, haben hier unten, da hinten, das Holz angeschlossen. Wir sind im Jahr 1869, das muss ich mir angewöhnen, das unbedingt zu Beginn zu sagen. Und wir wollen uns heute eigentlich nur auf Verstärkung mal so ein bisschen konzentrieren, dass wir ein bisschen die Linien verstärken. Und zwar in Anbetracht dessen, dass wir hier... Nee, gar nicht. Wir wollen die Berlin-Linie bauen. Die wollen wir auch noch bauen. Es geht hier mit darum, dass wir vielleicht nochmal Baumaterialien mehr anliefern. Dass wir Sylt erstmal ausgelastet bekommen. Dann haben wir die Baumaterialien, Fahrzeug verwalten. Dann schicken wir da jetzt nochmal... schicken wir zwei Stück los. Vielleicht auch nochmal austauschen, die Güter. Wobei, die haben ja nicht so viel Berg zu fahren. Wir lassen uns erstmal die Stralsund-Querverbindung von Berlin nach Stralsund bauen. Wo wollen wir eigentlich lang? Und eigentlich darüber, genau. Gut, dann hier mal an über die Straße. Können wir nachher tatsächlich die Linie auch nutzen, um Güterverkehr. Bisschen Rangierbetrieb auch so ein bisschen simulieren, dass wir so kleinere Züge und schwächere Züge nachher auch nehmen, um zum Beispiel hier die Fischfabrik, ne, die wird ja auch nicht erweitert. Das heißt, wir haben ja also hier wird ja immer kontinuierlich dasselbe rausgeholt, deswegen da können wir ruhig eine Linie bauen, die dann auch so bleibt, weil wir werden da nicht mehr Material abtransportieren. Und hier natürlich, ich muss mal hier die Linien gerade checken. Ich habe natürlich jetzt aus dem letzten Spiel noch. Wir haben ja nur noch zwei Linien da, ne? Weil dieses. Der Schnaps wird ja jetzt auch von der Hamburg-Linie mitgenommen. Also können wir das ruhig so lassen. Das passt dann. Jetzt fahren unsere Züge natürlich mit dem Schnaps immer nur halb leer hierher. Nee, gar nicht. Die fahren voll hierher. Die werden nachher halb leer. Also, weil wir mehr Schnaps abholen, als wir eigentlich oben brauchen. Ja, wie ihr seht, dass hier Schnaps wird gar nicht genug produziert. Werden die Züge entsprechend natürlich nachher langsamer fahren. Aber ist ja egal, weil die Züge werden ja sonst von Hamburg komplett leer hier zurückgefahren. Und so nehmen sie unterwegs wenigstens noch den Schnaps mit, sodass wir ein bisschen mehr Einnahmen haben. Also nicht ganz so leer die Züge sind. Dann müssen wir in der Zukunft auch noch darauf achten, dass wir... Habe ich hier noch gar keinen Abzweig hingebaut? Also müssen wir in der Zukunft auf jeden Fall darauf achten, dass wir dann nach Möglichkeit die eine Querverbindung aus Versehen irgendwo aufbauen. Und Güterverkehr hier im Spiel tödlich. Wir werden nachher im späteren Spielverlauf so viel umbauen müssen. Weil ich jetzt eigentlich einfach nur hinzimmer. Hauptsache die Linien fahren erstmal. Wir müssen ja nachher die Gleisvorfelder für den späteren Spielverlauf, wenn wir die schnellen Züge und so haben, auch so anlegen, dass die Züge mit einer angemessenen Geschwindigkeit in die Bahnhöfe reinfahren. Das ist jetzt am Anfang vom Spiel natürlich, spielt das da noch nicht so eine große Rolle. Hier mal... daran. Das ist schon angenehm, wenn man nicht mehr aufs Geld achten muss. Das ist aber auch so ein Thema, was ich bei Transportfieber schon immer bemängelt habe. Dass der Wirtschaft hin oder her ist ja auch ganz nett. Aber es ist selbst auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu einfach, Geld zu verdienen. Also das, wenn man das Spiel einmal am Laufen hat, also der Start ist immer schwierig, aber wenn man das Spiel einmal am Laufen hat, dann ist das relativ easy. Fangen wir hier mal an. Signalen. 200 Meter nehmen wir wieder. Dann hat er nicht genommen. Warum nicht? Nee, will er nicht.
Gar nicht. Jetzt hat er ihn. Das war wahrscheinlich der Bahnübergang, der da geklemmt hat. Das Signal kommt weg. Und dann gucken wir mal. Hat er komplett durchgelegt. Wunderbar. Dann machen wir Signal, das lassen wir. Und bauen dann hier auch nochmal das Einfahrsignal hin. Da haben wir ein Einfahrsignal. Das Blocksignal, das kommt weg. Müssen wir ein bisschen weiter vorverlagern, damit die Züge nicht auf der Weiche stehen bleiben. Und dann brauchen wir hier noch ein Einfahrsignal. Den Abzweig. Gut. Dann können wir das Ganze in die andere Richtung auch bauen. Dann haben wir hier unten eigentlich alles erledigt. Vor dem Bahnübergang ein, da haben wir noch ein Blocksignal, das passt. Wunderbar. Gut, jetzt geht es an die Linienführung. Wir müssen mal hier in Berlin gucken. Wir haben jetzt hier aktuell zwei Gleise. Jetzt muss ich mal gucken. Die Potsdam-Linie fährt auf Gleis 1. Ich habe jetzt zwei gegenläufige Gleise. Ja, dass der natürlich über das Gleis ausfährt, ist ganz klar. Das heißt, wir werden die neue Linie dann über Gleis 2 fahren lassen. Ne, Gleis 1 ist das. Am Hausbahnsteig ist Gleis 1. Dann lassen wir den mal fahren. Dann holen wir mal hier ein paar Züge raus. Geld haben wir. So, 90 km/h. Und auf 80 Meter das Ganze. Davon, wie viel sollen wir dann mal nehmen? 4, oder? Gucken gleich. Ob das passt mit den 4. Aber Gleis 1 hat er auch selber genommen. Sehr gut. Und dann haben wir hier eine Querverbindung nach Stralsund. So, dann haben wir wieder mehr Fahrgäste auf unserer Linie. Passt soweit. Und dann geht es jetzt an die Lebensmittel. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen umbauen. Weil darum haben wir die Linie gebaut, die Querverbindung, damit wir die Lebensmittel da oben hin transportieren können. Wir gucken mal kurz auf die Taktung von der neuen Linie. Die benennen wir direkt mal um. Der RB Berlin nach Stralsund. Berlin nach Stralsund. Taktung 4 Minuten, also nehmen wir einen Zug mal runter. Sonst ist das zu viel. So, jetzt haben wir auf Berlin-Stralsund, Berlin-Potsdam, Berlin-Stralsund 5 Minuten. Oh, guck mal hier, Berlin-Potsdam haben wir 3 Minuten, das ist eigentlich auch zu viel. Und dafür ist die Auslastung aber auch echt bescheiden, also da auch mal einen weg. Alles Geld, was wir dann mehr in der Kasse haben. Sind wir bei 7 Minuten, das passt. 7 Minuten war ja so das, was wir machen wollten. Der RB Hamburg-Berlin, da können wir gerade mal eingreifen. Da können wir die Fahrzeuge mal austauschen. Auch da die württembergische. Abwechslung kommt bald mit den Lokomotiven. Da braucht ihr nicht mehr lange warten. 80, zack, bumm, 8 Millionen. Und dann haben wir die Linie auch mal ersetzt. Und dann sollte die Taktung da jetzt auch runtergehen. Hamburg-Berlin. Lass mich noch kurz einen Moment laufen. Weil wir sind jetzt doppelt so schnell. Dann sollte eigentlich die Taktung da auch runtergehen. Und wir sollten eigentlich mehr Fahrgäste anlocken. Gar nicht mehr so viel wie Ertrag hier erzeugen. Personenverkehr läuft gar nicht mal so gut. Alle 14 Minuten einer. Aber Material haben wir da genug da. Aber jetzt geht es ja hier um die Berlin-Hamburg-Linie. Immer noch auf 11 Minuten, warum? Personenverkehr läuft nicht so gut.
mal weg hier. Und hier, wir haben eine Linie, zwei Linien, drei Linien, die Gewinn erzeugen. Aber die aktuell reicht das, um den Gewinn nach oben zu bringen. Hamburg-Stralsund ist natürlich eine hoch ausgelastete Linie hier, wo wir auch noch sehr viel altes Material am Rumfahren haben. Sogar die ersten Züge, die wir da gesetzt haben, waren da immer noch rum. Könnten wir natürlich auch mal ersetzen. Fahrzeuge verwalten. Auch da wieder die Württembergische mit 90 km/h. Ein paar Wagen hinten an. Und dann brauchen wir 10 Mille dafür. Wenn wir so auf Geld warten, dann spule ich auch mal ein bisschen vor, dass wir dann doch ein bisschen vorankommen mit der Jahreszahl. Weil der interessante Spielteil, der kommt ja wirklich erst, wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert kommen. Ins 20. nicht 19. Im 19. sind wir ja gerade. Wird noch einen Moment dauern. Wenn nochmal auf die Taktung von der Berlin. Also in 5 Minuten, immer noch 11 Minuten. Aber warum? Bist denn du? Du hast ja ein Gesicht, ey. Das ist der Güterverkehr und der Personenverkehr hier, die streiten sich so ein bisschen um die Trassen. Da haben wir auch noch den ganzen alten Kladderadatsch. Ist klar, dass die Züge da nicht schneller werden können. Wir müssen die Güterzüge hier auch ersetzen. Auf der Linie. Wird jetzt natürlich ein Act hier. Wenn die alle neu konfigurieren. Also dann müssen wir uns auf die ganzen Güterzuglinien, die hier rumheizen, da müssen wir uns drauf konzentrieren, dass wir da die neuen Lokomotiven draufstellen. Ah, für 6 Millionen ändern wir das. Haben wir hier nur noch die neuen Lokomotiven drauf. Dann sollte das gleich hier ein bisschen flüssiger laufen und die Taktung dann auch runtergehen. Dann haben wir die Getreidelinie hier oben. Da müssen wir dasselbe natürlich auch machen. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Vorteil ist natürlich, wenn wir schneller fahren, dann können wir natürlich auch mehr Fahrzeuge, mehr Waren transportieren. Oder transportieren automatisch natürlich mehr Waren. Also wir müssen gleich mal im Auge behalten, ob die Linie überhaupt noch mit so vielen Zügen betrieben werden muss. Ah, jetzt habe ich nicht auf, ich Idiot, ey. Ich habe natürlich nicht auf Auswählen geklickt. Auch auf Kaufen drücken, sonst wird das nichts. So, 3 Millionen. Bin wieder pleite. So, haben wir hier noch eine Linie, die jetzt hier noch mit alten Lokomotiven rumfährt. Ja, Strecke. Mal kurz ins Farbschema rein. Also wir haben eine grüne Linie. Flensburg, dann ist egal. Rostock ist uns auch erstmal egal. Kiel. Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Doch, warte, hier rosa. GZ, Getreide, GT ist umgewandelt. Dann haben wir den Schnaps.
Also die, wie habe ich es genannt? Weinbrand, BB. BB, ja, den haben wir geändert. Das ist ja jetzt die Güterzuglinie, die neue, die nach Hamburg fährt und auf dem Rückweg den Weinbrand mitnimmt. Dann haben wir die Berlin-Linie hier. Ja, das sollte eigentlich alles passen. Die Fischlinie, die fährt ja auch hier mit den neuen Lokomotiven. Natürlich arg viel Verkehr hier. Vielleicht über einen viergleisigen Ausbau schon nachdenken. Tatsächlich. Uiuiui, aus von der Ruß war die hier raus. Da sollte mal der Öl getauscht werden. Kleiner Witz auch an, ne? Ja, jetzt gucken wir nochmal auf die Linienstatistik. Hamburg-Berlin. Jetzt sind wir auf 10 Minuten runter. Gehen wir nochmal die Linie ab hier, ob wir irgendwo noch einen Zug entdecken, der da so jetzt nicht gehört. Das sind natürlich die Güterzüge. Ah ja, klar, wir haben ja das Problem, dass wir die Güterwagen nur 50 fahren können. Da müssen wir mal warten, dass jetzt die neuen Güterwagen kommen. Die sollten jetzt aber demnächst kommen. So, das hier sieht gut aus. 300 im Versand. Dann können wir hier theoretisch jetzt dann in der Folge nochmal unsere Fischsache hier oben ein bisschen ausbauen. Dann jetzt erstmal ganz einfach gucken, dass wir da mehr Züge loskriegen. Jetzt haben wir natürlich gedeckte Güterwagen, was auch wieder von Vorteil ist. Dann will ich nämlich zeigen, warum. Bumm. Bumm, das wird jetzt ein Zaubertrick. Da kommt ein Ausfahrsignal, haben wir. Dann machen wir Autosignalisierung aus. Zack, bumm, zack, bumm. Da ein Einfahrsignal. Dann nehmen wir die Linie. Konfigurieren die. Und der nimmt jetzt nämlich das Fleisch von hier schon tatsächlich mit zurück. Das heißt, wir können dort einfach Züge fahren lassen. Brauchen wir gar nichts groß machen. An dem Bahnhof. Brauchen einfach nur die Linie ey, das wollte ich jetzt. Wieso habe ich auf Konfigurieren gedrückt? Na egal. Wir brauchen einfach nur auf der Linie mehr Züge einsetzen. Und mehr müssen wir dann nicht tun. Der Rest passiert von selber. Und hier oben ist auch nochmal ein Öl. Wenn wir nachher anfangen, Autobahnen zu bauen, dann wird das natürlich interessant, weil wir dann auch ein bisschen Fernverkehr mit dem LKW fahren lassen können. Aber was ich jetzt natürlich auch nochmal machen kann, mal Maps aufmachen. Weil wir müssen jetzt auch ein bisschen aufs Geld warten. Nochmal Maps auf. Nochmal erst mal Wismar. Dann mal die gewünschten Städte hier platzieren. Mal Wismar. Hier oben, da wäre Wismar. Hier wäre Lübeck. Lübeck wäre auch auf jeden Fall so eine Stadt, wo man auch noch was machen kann. Weil wir Kopenhagen werden wir definitiv hier oben hinsetzen. Und dann kann man, also entweder könnten wir Oldschool hier eine Fährverbindung, also dass wir die Stadt Fehmarn hier quasi rüberziehen. Eigentlich auch über eine Brücke, aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also die Stadt Fehmarn dann quasi hier hinbauen, dann fährt der Zug hier hin. Dann verlassen wir ein Schiff, hier rüberfahren und dann geht es von hier weiter nach Kopenhagen. Hier auch noch ein Stichchen hinsetzen, dann könnt ihr mal schreiben, ob das eine gute. Die Hamburg-Lübeck-Strecke wäre natürlich eine relativ kurze Strecke, ne? Die Karte ist schon sehr zusammengeschrumpft, aber Wismar können wir hier auf jeden Fall mal hinzimmern. Wurde sich ja gewünscht. Wie gesagt, ne? Kapazität klein, Industrie zufällig. Da machen wir gar nichts. Und dann zimmern wir die Stadt Wismar da mal hin. Dann haben wir hier Wismar. Und dann haben wir noch Neubrandenburg, wurde sich gewünscht. Brandenburg. Das wäre dann. Kurz den raussuchen, ob wir den da so auf Anhieb ausfinden. Das wäre da hier. Auf Höhe von Stralsund.
Ja, da wär's. Genau. Da wäre dann Brandenburg. Bei Branden. Achso, das wird zusammengeschrieben, ne? Bei Brandenburg. So. Und da zwei neue Städtchen. Mit Bingen die dritte jetzt. Aber das soll ja Ziel sein, dass wir da so ein bisschen. Können wir natürlich hier Wismar in die neue Linie integrieren. Und was ja heutzutage ganz gerne gemacht wird, ist, dass Seitenbahnsteige gebaut werden. Das heißt, wir müssen hier mal kurz pausieren. Das heißt, wir sind mal ab hier. Dann zimmern wir da den Bahnhof dazwischen. Einen Durchgangsbahnhof. 80 Meter sollen reichen. Natürlich das Aufnahmegebäude, wie es ja in der Schweiz so schön heißt, da auch hinbauen. Das ist ein bisschen eng hier alles. Guck mal, wie wir das hinkriegen hier. Konfigurieren. Schweißen, abreißen. Schweißen weg. Schweißen weg. So, dann kommen die durchgehenden Hauptgleise. Und jeweils links und rechts daneben auch nochmal ein Gleis. Dann kommen die Plattformen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze wird mit Treppen ausgestattet. Verschiedenes, da haben wir die Treppen. Einmal, zweimal. Und dann machen wir hier einen ganz popligen Bahnhof hin. Damit es nicht ganz so einsam da ausschaut, kriegst du auch noch ein Dach über die Treppen. Und dann haben wir da einen neuen Bahnhof. Gucken. Eigentlich müsste das passen. Ah. Dann hier. Hier raus. Wie ohne, dass ich das Gebäude abreiße. Nee, kommen wir nicht. Dann konfigurieren wir das Ganze nochmal. Dann mache ich das Ding da nochmal weg. Und dann da ein kleines Passagiergebäude hin. Ganz kleines. Weit nach hinten, dass wir mit der Straße da dazwischen kommen. Wir hier mit der Straße dazwischen kommen, ohne dass wir was abreißen müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Das Gebäude da wegkommt. Verbindest du dich hier nicht? Ah komm, wir müssen das Gebäude eher abreißen, dann machen wir das ganz anders. Wir das. Und das hier nochmal weg. Und dann und Straßen, Folge, Gebäude. Kommen wir da. Bänder haben wir hin. Ich muss erstmal gucken, wie wir das mit dem Gebäude hier gebacken kriegen. Also das kleine Aufnahmegebäude, das kann einfach keine Passagiere aufnehmen. So. Dann. Wenn der Hammer ist zu groß, ne? Ja. Dann machen wir unten die halbe Stadt platt und wir hier das kleine Ding nehmen. Plattform links. Und hier. Beschleunigen das Ganze. Das Ganze richten wir natürlich noch vernünftig aus. Aber das sieht natürlich wieder nicht schön aus. Höher komme ich nicht. So passt das doch. So, und dann hier eine Buslinie fahren lassen.
natürlich eine sehr kleine Buslinie. Also, wir fahren mal hier los, fahren dann da oben rein und gehen dann hier unten raus. Weil die Buslinie können wir uns eigentlich auch sparen. Mal dahin und fahren wir dahin. Aber die Stadt wird ja wachsen, ne? Also, guck mal, der Bahnhof deckt eigentlich die ganze Stadt schon ab. Normalerweise bräuchten wir da jetzt keinen Nahverkehr machen. Aber wir machen es einfach mal. Müssen wir hier nochmal ein bisschen zurückgehen, damit wir das Ganze auch angeschlossen kriegen. Selber auf der anderen Seite. Dann haben wir hier die durchgehenden Hauptgleise. Dann noch ein Gebäude flöten. Also, das hier wird unser Maßstab. Da setzen wir an. Das ist ja schon fast richtig professionell hier langsam. Dasselbe müssen wir jetzt hier auf der Seite auch machen. Ein Gebäude, was verschwindet, ne? Ja. So wären es zwei. Machen wir mal, dass das eine nur verschwindet. Das andere schließen wir hier einfach hier an. Das Gleis muss nochmal weg. Zweimal. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal wieder Signale. Da haben wir schon welche. Also wir haben hier das Einfahrsignal. Wir haben das Ausfahrsignal. Im Gleis hier. Und auf diesem Gleis hier brauchen wir das jeweils. Dasselbe machen wir hier drüben natürlich auch. Einmal Ausfahrt. Zweimal Ausfahrt. Ich muss die neuen Signale runterladen noch. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Modwerkstatt. Jetzt gucken wir mal. Der Linienverlauf. Jetzt müssen wir die Hamburg-Alsund-Linie raussuchen. Ah, da haben wir immer noch die alten Fahrzeuge tatsächlich auch noch drauf. Die müssen wir gleich auch mal austauschen. Falten wir da mal die Linie. Also wir fahren von Hamburg Hauptbahnhof nach Rostock. Das heißt, wir müssen hier einmal die Haltestelle hinzufügen. Dann fahren wir über Wismar nach Rostock nach Stralsund. Dann geht es über Rostock zurück und dann geht es hier auch wieder über Wismar. Und dann müssen wir das Gleis ändern. Auf Gleis. So. Dann fahren die Personenzüge da raus und da wir hier auch Güterzüge fahren lassen haben auf der Linie, kann es sogar jetzt sein, dass wir hier teilweise die Güterzüge an den Personenzügen vorbeischicken. Durchaus möglich jetzt. So, dann haben wir Wismar angeschlossen. Würde ich sagen, machen wir da mal ein Thumbnail draus. Nehmen die ganze Zeit in der verkehrten. Ach nee, alles gut. Dann machen wir da mal ein schönes Screenshot draus. Ich gehe mal hier rüber, dass man die Ostsee im Hintergrund sieht. Ja, ran. Und dann ändern wir nochmal das Objektiv. Und dann wird das unser Thumbnail. Und dann haben wir doch heute eine schöne Folge. In der nächsten Folge werden wir dann noch Neubrandenburg an unsere neue Linie anschließen, die wir hier quasi auch vorbeigeschickt haben. Natürlich sinnvoll, die beiden Städte. Gar nicht so doof, die Idee. Danke an der Stelle an die beiden Zuschauer, die sich das gewünscht haben. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich muss mir immer aufschreiben, wer sich das gewünscht hat. Vielen Dank. Auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir hier auch noch mal ein bisschen mehr Alte reinkriegen. Ja, ich würde sagen, ihr seid in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ihr dürft natürlich Kommentare da lassen, die beantworte ich wie immer persönlich. Wer von euch Lust hat, auf den Discord zu kommen, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung versteckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 15 Uhr mit der nächsten Folge Transport Fieber 2 auf meinem Kanal. In dem Sinne euch einen schönen Tag und ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.